Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road Total War 2 mit den Spartanern. Und wir sind relativ weit jetzt voran. Also, ja, relativ weit. Also, ja, Pergamon ist riesig hier. Bei den Seleukiden sind wir hier so klein und Pergamon ist vernichtet worden. Ja, nun. Syrakus hat Ägypten übernommen. Ägypten ist jetzt in Nabatea. Baktrien ist hier unten in Arabien und nicht mehr hier oben. Die da sind jetzt hier und nicht mehr hier. Die da sind da und nicht mehr. Rekmera? Die sind, glaube ich, ursprünglich hier. Die Geten sind hier irgendwo. Nee, Geten, das geht. Pontos ist hier, die haben. Ja, das passt. Ja, Syrakus ist lustig, weil die fangen ja hier an und haben jetzt hier das angenommen. Und die Lusitaner sind normalerweise hier ein kleines Dörfchen oder paar Städte und die haben hier die ganze Reihe eingenommen. Ja, also, da waren wir mal. Wir haben wirklich die irgendwie 100.000 oder so hatten wir am Anfang ausgegeben. Wir brauchen Holz. Wo ist Holz? Wo ist Wood? Hier ist Holz. War die Welt damals so krass abgeholzt, dass es nur da unten Holz gab? Krass. Von wegen Klimawandel und rettet die Wälder und so weiter. Spaß. Ich sehe gerade wirklich nur hier Holz. Ah, das kann nicht das einzige. Nee, das ist nicht das einzige der Holz. Das kann nicht sein. Warte mal, ich schau mal bei mir. Aber ich kann ja kein Holz haben. Sonst hätte ich ja Holz. Bedumms. Also. Hier ist nochmal Bauholz. Aha, okay. Ich dachte mich daran zu erinnern, dass es irgendwie vier Orte gibt für Holz. Da oben ist nochmal Holz. Also drei. Irgendwo muss noch eins sein. Oder war es nur drei? Vielleicht hier unten noch. Oder hier oben. Ich habe ja nicht hundertprozentig alles aufgedingst. Ich kann mal mit dir nach England fahren. Entschuldigung. Nach England fahren. Und dann. Ja. Und dann Sachen machen. Gut. Also. Der bekommt was. Bekommt nichts. Der bekommt was. Der bekommt nichts, weil er nicht von mir ist. Nightmare bekommt auch leider nichts. Oder? Nee. Fanboy von Athen. Fanboys von Athen. Ach, ist das schön. Ist ja echt lustig. Okay, Geheimaktion mache ich gegen Leute. Gegen. Oh, warte mal. Der hat eine Frau, ne? Scharfzüngige Ehefrau. Nee. Das bekommt der die coole Frau hat. Wobei, nee. Das bekommt der, weil der andere. Das hat genau 22 und 21. Da kann sich da geht doch noch was. Und der andere, die beiden sind richtig gut, aber die sind nicht in meinem Familienstammbaum. Deswegen hoffe ich, dass hier was geht. Okay.
Du übernimmst es jetzt mal, aber bitte hier ausgeglichen. Ich will nicht noch einen verlieren. Einen habe ich noch verloren. Ja. Das mag sein. Ja, egal. Genau. Es war blöd, aber okay. Ich meine, wenn wir dasselbe mit unserer Seleukiden-Armee gemacht hätten, also ich spiele gerade auch Seleukiden, aber mit der Tier-Challenge, und die ist ultra schwer. Wir sind jetzt in Folge irgendwie 50 oder so, oder irgendwie zwischen 40 und 50. Zwischen 40 und 50, und wir sind kleiner als am Anfang. Wir haben richtig krasse Armeen, aber wir werden von allen Seiten angegriffen, und das ist halt mega heftig. Naja, also dementsprechend ist das hier sehr angenehm, dass ich auch einfach mal, wenn meine Armee eigentlich halb tot ist, dass ich einfach mal, ja, automatisch angreifen kann, auch wenn es ultra, also wenn ich 100% gewinne, wenn ich mit Kavallerie angreife, dann ist es meistens so, dass ich wirklich sehr viele Verluste habe. Sehr viele Verluste. Naja. Gut, ihr glaubt, dass ich das verliere. Aha. Na, dann würde ich mal spontan sagen, viel Glück. Also, an sich, die sicherste Version wäre, hier einfach mich einzubunkern. Habe ich ja schon mal gemacht, ne? Das habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie das dann geht. Das würde ich tatsächlich auch nochmal machen, weil meine Armee hier so winzig ist und ich habe keinen Bock, wieder mit einer Armee hier zurückzukommen. Dementsprechend machen wir das jetzt nochmal. Moment. So. So. Geht das? Nein. So geht das. Der mag das nicht. Moment, da mache ich es anders. So. So. Und so. Tja, ausgetrickst. Gut. Der darf hier nicht nur nicht reinkommen. Position halten. Ja, Kommandant. So, so ist das. Sehr gut. Okay, gut. Dann du gehst hier hoch. Du gehst hier hin. So. So rum. Die Kavallerie, keine Ahnung, die geht hier hin. Du gehst mal dahin, wobei so hier hinten. So. Okay, bitte brennt
brennend und brennend. Ich mache brennend lieber als explosiv, weil bei explosiv ja, da explodiert es zwar, aber also die werden nur auseinandergesprengt und stehen da wieder auf. Bei brennend rollt es durch und verbrennt halt alles noch. So. Dementsprechend mag ich das tatsächlich lieber. Hui. Macht in meinen Augen tatsächlich mehr Schaden, aber also ja, die sagen zwar, dass es nicht mehr Schaden macht, aber ich traue denen nicht. Ich traue denen nicht. Ah, das könnte knapp werden, das ist daneben. Sehr schön. Nope. Damit. Das ist ziemlich schwer. Damit. Ach komm. Das habe ich doch tatsächlich drüber geschossen. Der ist zu flach. Okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schön auf den General. General, der ist auch zu weit. Oder doch nicht. Der ist. Warte noch ein bisschen. Ach, jetzt ist er viel zu weit. Ich glaube, ich spinne. Ach komm. Jetzt hat. Ja, doch. Also die Skorpione waren echt fies. Die hatten so eine Durchschlagskraft, dass sie ja, wenn sie in eine Reihe reingeschossen haben, haben die ja 2, 3, 4 hintereinander aufgespießt. So krank. Oh, krass. Ja. Die Menschen finden immer einen Weg, ne? Um brutal zu sein. Hier voll düster jetzt. Ich kann nicht sehen. Der Feind hat die Tore eingenommen. Nein. Jetzt schon? Krass. Bin gerade dabei, den General zu maltratieren. Viel zu weit. Kann halt nichts sehen. Ärgerlich. Ja. Ach. Oh. Meine Maus ist ein bisschen verrutscht. Und Bob ist doch nicht. Nein, rennt nicht weg! Nein! Schön. Gut. Oh, krass, die sind ja schon hier. Junge, Junge, Junge. Komm, Charles, ich zeig dir, wie sehr ich dich umgebe.
Das ist eine Belagerung, ne? Ist halt auch nicht das, was ich gerne erlebt hätte. Unser General wird angegriffen. Klar, die, die zuerst da waren, also die, die zuerst auf der Mauer waren und so weiter, die haben enorm viel Ehre gehabt. Ups. Also enorm viel Ehre gehabt. Also wenn die überlebt haben, haben sie halt enorme Boni bekommen. Also zumindest bei den Römern. Wie es bei den Griechen war, weiß ich tatsächlich nicht. Aber somit haben sie die, also haben die Römer quasi erreicht, dass sehr viele sich drum gerissen haben. Ja, zuerst auf die Mauer, also die Ehre zu bekommen, zuerst auf die Mauer zu kommen. Das ist halt schon heftig. Also weil, ja. Das durften aber auch meiner Meinung nach, also nicht meiner Meinung nach, sondern meiner Erinnerung nach, durften das auch nur die Veteranen, also die, die schon richtig Ahnung von dem Zeug hatten. Und das durften keine Kohorten oder Abteilungen machen, die nicht wirklich Ahnung davon hatten oder die in Anführungsstrichen Frischfleisch waren. Ich dumme die mal zurück, falls ein Blöder hier rumkommt. Sind schon 14 gestorben, da noch niemand, da 6, okay. Okay. Ich glaube, da brauche ich noch mehr Hilfe. Ich muss eine Einheit hier lassen. Hauptsache, der Turm bleibt unter meiner Kontrolle. Das ist tatsächlich die Hauptsache. Was sind das für welche? Söldnerbogenschützen. Aber die können doch nicht von da schießen, oder? Nee. Sind nur dahin gebackt. Okay. So. Mit der Kavallerie kann ich auch schöne Sachen machen jetzt. Und zwar hier rein chargen. Und wieder raus. So, wie sieht's hier aus? Wie sieht's da aus? Ganz gut, ne? Bin zwar müde, aber ist noch genug vorhanden. Oh nein. Wieso? Da ist niemand drin.
Schade meine ich. Okay, drängt sie zurück. Okay, wie sieht's jetzt hier aus? Ah. Sehr schön und wieder raus. Wir haben einen Turm eingenommen. Das ist gut. Und noch einmal. Noch einmal. So, jetzt lasse ich die mal drin. Gut, das war sehr erfolgreich hier. Dann tue ich die da mal wieder zurück. Und die kleinen passen hier auf. Und die Kavallerie holt sich jetzt die da. Ja, die können nicht richtig hier schießen. Das heißt, ich tue die hier runter. Und dann schießen die von hier. Ja, von hier können nur einzelne schießen, wenn überhaupt. Ich bin gespannt, wie viel der Turm oder die Türme schießen. Willst du mich verarschen? Die machen meine Pferde platt? Sieht so aus. Ja, das war der Nachteil bei mit Bürgerkavallerien. Gut, ich glaube, jetzt müssen die aber doch wieder hier hoch. Wegen denen. Das sind auch Bogenschützen. Oder was ist? Im Kampf Einheit verliert. Junge, Junge, Junge. So, 64. 63. 3-1. Sehr schön, das hat den gleich 11 gekostet. Ah, jetzt habe ich sie endlich. Sehr gut. Okay. Kannst du eigentlich noch irgendwas machen? Ja, come on.
Hui. 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 Oh ja, der war gut. War schlecht. Nochmal, nochmal, nochmal. Warte mal, bei denen vielleicht doch explosiv. Nächste, was ich machen kann. Schade. Na gut. Die sind erschöpft. Die sind erschöpft, die da. Ja, ne? Können noch schießen. Sehr schön. Schöpft frisch. 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 Alter, wie können die noch frisch sein, ne? Noch nicht die da auch mal. Nee, aber hier raus. Können die schießen? Die schießen immer hier hin. So schießen die nicht mal hier hin. Könnt ihr doch. Trifft ihr sogar viel, viel besser als hier die Ecke. So, ich spring mal kurz vor. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die müssen wieder weggetrieben werden. Haben wir auch keine Muni mehr. Okay. Hier so reinchargen, das bringt eigentlich auch kaum was. Ja, vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Warte mal, bis die wieder. Nee. Ich mag auch nicht.
So, das ist schon mal gut. Das ist auch sehr gut, dass der jetzt tot ist. Okay, jetzt habe ich sie. Uiuiui. Uiuiui, 600 hat er. 130, 100, oh, ja doch. 1500 aufgestellt, der 3000, also genau das Doppelte. Ich habe 464 verloren, getötet 1900. Also 2000 sagen wir mal. Und der hat 2450 verloren. Ja, der Turm war ganz gut. Der Turm war echt ganz gut. Hat er getötet 1700, jetzt habe ich weniger getötet, aber er hatte immer noch gleich viel verloren. Okay. Achso, und eine Feinde gefangen genommen. Ah ja, okay, okay. Dann hat er, also sagen wir mal, wartet, 700 hat der Turm gekillt. Wow. Wow. Warum? Ja, das war erfolgreich. Oh nee, nicht schon wieder. Okay, aber das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Pikiniere. Hopliten. Wie um alles in der Welt will der das schaffen? Das ist ja easy. Das ist ja super easy. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye bye.